Hallo und herzlich willkommen zum Dolittle TV Adventskalender. Heute was ganz Geiles, denn wir dachten uns, wie schön ist die Weihnachtszeit, wenn man alles dekoriert. Und wir dekorieren nicht nur den Baum, die Küche, die Fenster, die Autos, die alles, sondern wir dekorieren auch in Videospielen alles, irgendwie Weihnachten. Muss sein, es muss sein. Es ist Weihnachten und dann gehört halt auch, ist egal wo wir sind, gehört es dazu. Überall muss Weihnachten drauf und rein und drüber. Rein vor allem. Immer rein. Immer. Und raus, wenn es fertig ist. Du musst ja erst rein, um dann wieder rauszukommen. Das gute alte Rein-Raus-Spiel. Um dann wieder reinzukommen. Kennt man. Deshalb haben wir zum Beispiel auch in dem guten alten Rocket League unsere Autos zur Weihnachtssaison immer geil im Weihnachtsstyle. Ja. Wir nerven da halt jeden mit online. Ja. Wer Rocket League nicht kennt, da geht es um Autoball. Es sind Autos, die mit Bällen in Tore schießen. Und wir zeigen euch jetzt im ultimativen Tutorial, wie so ein geiles Rocket League Auto zu einem fucking Weihnachts-Rocket League Auto wird. The Ultimate Xmas Edition of Rocket League. Now. Also, ab an die Xbox! Und da sind wir schon auf der Xbox und starten Rocket League. Da gehen wir auch direkt mal ins Menü und hier haben wir auch schon das begehrte Objekt, um das es in diesem Video gehen soll. Den Merc oder den Merch, Merc, wie auch immer man ihn nennen soll. Denn dieses Auto ist unser absolutes Lieblings-Weihnachtsauto. Den fahren wir schon seit über einem Jahr jetzt rum. Denn zu Weihnachten hat Rocket League gerne solche Weihnachts-Items wie zum Beispiel das Geweih oder diese schönen, wie nennt man das hier, Zuckerstange, diese schöne Zuckerstange als Antenne. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie man diesen geilen Merc zusammenbaut. Als erstes wählt ihr natürlich am besten den Merc. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr erstmal eine geile Lackierung nehmen. Der gute Daniel nimmt zum Beispiel gerne dieses hier, weil das aussieht wie ein Geschenk, wie eine große rote Schleife, die um das Fahrzeug rumgedödelt ist. Ich nehme gerne die Punkte, weil gepunktet hat irgendwie, ich weiß nicht, in Verbindung mit dem Rot und dem Grün, das hat irgendwie was. Und ganz wichtig ist, dass ihr die Farben so richtig schön geschenkpapiermäßig aussehen lässt. Deshalb am besten unter den Farben Seidenmatt wählen. Okay, Tarn sieht zwar nicht schlecht aus, aber passt nicht so ganz zu Weihnachten. Nee, wir nehmen Seidenmatt für das Rot und für das Grün. Im blauen Team nehmen wir Cartoonmatt, denn wenn wir hier Seidenmatt nehmen würden, sieht das nicht ganz so schick aus, wie wir das wollen. Das glänzt etwas zu sehr. Da sieht Cartoonmatt, sieht da doch schon etwas besser aus. Und als Sekundärfarbe nehmen wir Perlmutt, weil das so ein bisschen das glänzige Geschenkpapier euch zeigt. Als Felgen habe ich jetzt zum Beispiel die Red Rods genommen. Die haben durch den sehr geilen weißen Reifen, also den Rand am Reifen, nochmal so eine gewisse Note und passt sich sehr gut in das Rot von der Sekundärfarbe des Mercs ein. Und so sieht das Ganze noch ein bisschen mehr nach Candy aus, noch ein bisschen mehr nach Geschenk. Und aus diesem Grund, ich könnte nochmal durchscrollen, Goldenen passt natürlich auch, Grün, Rot und Gold passt natürlich auch immer sehr gut zusammen. Zum Beispiel die Tunika. Ah, sehr schön. Aber wir nehmen die Red Rods. Die sind nämlich am besten, um das Ganze mit dem roten Streifen unten abzurunden. Und jetzt kommen wir zum eindeutig Wichtigsten. Was braucht ihr, um euer Auto bei Rocket League so richtig weihnachtlich werden zu lassen? Die Xmas Weihnachtsleucht-Raketenspur. Und diese stoßt schön hinten Geschenke raus und der Weihnachtsmann macht hohohoho. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Als Dachaufsatz nehmen wir den Blitzen, so nennt sich das. Das ist hier das Geweih von, ich gehe mal davon aus, ein Rentier soll es sein. Man könnte natürlich noch zum Beispiel den Helper-Elf nehmen. Sieht auch ganz cool aus. Den hat Daniel, glaube ich, drauf. Ich müsste einfach nochmal schauen. Ja, hier. Diese ganzen Sachen, die ihr hier seht, sind Spezial-Items, die ihr alle im Jahr 2017 bekommen habt. Wenn ihr da schon Rocket League gespielt habt. Zum Beispiel eine riesige Weihnachtsmütze. Alles sehr geil, passt auch sehr zum Fest. Ein leuchtender Tannenbaum. Ich mag aber am liebsten das Geweih
vom Rentier. Das sieht so riesig aus. Das passt irgendwie sehr gut. Mit der roten Schnauze und dem Geweih, das erinnert so ein bisschen an Rudolf auch. Und als Antennenaufsand, klar, was könnte es anders sein als die Zuckerstange? Die sieht Premium aus, wenn die hin und her wackelt. Man könnte natürlich auch das Weihnachtsgeschenk nehmen, passt aber mit dem Geweih nicht so gut zusammen. Wie ihr seht, da klippen die so ein bisschen ineinander. Das wollen wir nicht haben. Die Zuckerstange passt da am besten, weil die ist im Normalzustand gerade so noch außerhalb des Rentiers. Geweiß. Und als Leuchtspur könnte man jetzt hier zum Beispiel nehmen, was man möchte. Da ist man relativ flexibel. Ich bin ja der Klassische. Ich mag das Klassische sehr gut. Als Motorensound nehmen wir Standard den Merc-Sound. Da können wir natürlich auch noch ein bisschen rumspielen. Aber das alles innerhalb eures Belangs. Und dann nehmen wir natürlich die Standard-Grüne als Abrundung für die grüne Farbe auf dem Geschenk. Und das ist der Merc in der Xmas Edition, einmal in Team Blau und einmal in Team Rot. So sieht ein Rot aus. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Aufnahmen, wie das Ding läuft, wenn es spielmäßig unterwegs ist und ein paar Tore schießt. Und ihr könnt ja mal sagen, was eure Setups für die Weihnachtszeit bei Rocket League sind. Das würde mich mal interessieren. Da sind jetzt nicht nur die Xbox-Spieler, sondern auch die PlayStation-Spieler und PC-Spieler gemeint. Und jetzt neuerdings ja auch die Nintendo Switch-Spieler. Ihr könnt mal alle raushauen, wie ihr euer Auto so zu Weihnachten 2018 gestaltet. Steht ihr lieber auf die klassischen Sachen oder habt ihr vielleicht sogar hier, wenn man auf Spezialevent reingeht, etwas davon ausgesucht? Denn das ist jetzt ganz neu dieses Jahr. Hier gibt es weihnachtliche Aufsätze, Antennen und was weiß ich. Also alle die letztes Jahr die Spezialitems verpasst haben, die können dieses Jahr zuschlagen, indem sie diese Schneekugeln, ja, ich nehme sie jetzt einfach mal Schneekugeln aufsammeln, und den hier, den würde ich ja echt gern haben. Da warte ich noch drauf. Das gestickte Muster, der Ugly Christmas Sweater, den baue ich auf jeden Fall noch um mein Auto rum. Und dann wird das Ganze richtig Premium aussehen. Aber dafür muss man noch ein bisschen zocken, dafür brauche ich 50. Ich habe jetzt gerade 26 von diesen Schnee-Eiskristallen. Und das soll es erstmal von Rocket League gewesen sein. Wir zeigen euch jetzt erstmal noch ein paar Spielszenen von Rocket League und wünschen euch einen schönen Tag, habt viel Spaß und bis morgen beim nächsten Adventskalender-Türchen. Ciao! Jingle bell.